Hallo und herzlich willkommen, Abenteurer. In diesem Video erfährst du, wie du deinen Wunschgutschein bei verschiedenen Händlern, wie beispielsweise Amazon, ganz einfach einlösen kannst. Los geht's! Als erstes öffnen wir einen Browser und geben wunschgutschein.de in die Suchleiste ein. Am besten nehmt ihr einfach den Link unten aus der Videobeschreibung. Auf der Wunschgutscheinseite drücken wir dann oben rechts auf die drei kleinen Striche und wählen Gutschein einlösen aus. Jetzt müssen wir unseren Gutscheincode eingeben. Diesen finden wir auf der Rückseite unserer Gutscheinkarte. Der Code muss allerdings erst mit einem Geldstück freigekratzt werden. Haben wir den Gutscheincode freigekratzt, geben wir den neunstelligen Code also ein. Achtet dabei auf Groß- und Kleinschreibung, ansonsten wird der Code nämlich nicht erkannt. Die Bindestriche müsst ihr aber nicht mit eingeben. Danach setze ich noch ein Häkchen bei Ich bin kein Roboter und drücke dann auf Gutschein einlösen. Jetzt bekommen wir die Bestätigung, dass der Gutscheincode korrekt war und uns werden 15 Euro gutgeschrieben. Danach wählen wir aus, ob wir ein Shoppingkonto anlegen möchten oder den Gutschein direkt in einem Online-Shop einlösen möchten. In meinem Fall drücke ich auf Weiter zur Partnerwahl. Jetzt wird uns eine gigantische Liste mit allen Online-Shops angezeigt, bei denen wir unseren Gutschein einlösen können. Darunter finden wir zum Beispiel Amazon, H&M, Ikea oder Mediamarkt. In meinem Fall möchte ich meinen Wunschgutschein bei Amazon einlösen. Ich gebe also oben in der Suchleiste Amazon ein und drücke dann auf das Amazon-Logo. Jetzt wird uns noch einmal der Wert unseres Gutscheins angezeigt und wir drücken auf Gutschein anfordern. Danach werden wir informiert, dass der Gutschein nur online eingelöst werden kann und wir den Amazon-Gutschein per E-Mail zugeschickt bekommen. Bis wir die E-Mail erhalten, kann es allerdings bis zu 60 Minuten dauern. Außerdem kann der Online-Shop nach der Eingabe nicht mehr verändert werden. Wir drücken also auf Ich habe den Hinweis gelesen und möchte den Gutschein einlösen. Als nächstes müssen wir unsere persönlichen Daten wie Name, Adresse und E-Mail angeben. Wir füllen also alle Daten aus, achtet darauf, dass die Daten auch wirklich stimmen. Wir scrollen also weiter nach unten und müssen nur noch auswählen, ob wir bereits in der Vergangenheit bei Amazon eingekauft haben. In meinem Fall drücke ich auf Ich möchte keine Angaben machen und scrolle weiter nach unten. Die beiden anderen Felder sind keine Pflicht und können einfach übersprungen werden. Wir drücken also auf Absenden und Gutschein anfordern. Jetzt werden wir noch gefragt, ob wir bei einer Umfrage teilnehmen möchten. In meinem Fall möchte ich das nicht und drücke einfach auf Nein. Danach bekommen wir die Bestätigung, dass der Gutschein erfolgreich eingelöst wurde und wir in den nächsten 60 Minuten eine E-Mail von Wunschgutschein bekommen. Wir öffnen also unser E-Mail-Programm und warten auf die E-Mail von Wunschgutschein. Schaut dabei auch in euren Spam-Ordner. In meinem Fall hat es ungefähr 20 Minuten gedauert. Haben wir die E-Mail bekommen, drücken wir dort auf den Link und öffnen damit die Gutscheinseite. Jetzt müssen wir unseren Amazon-Gutscheincode nur noch entschlüsseln. Wir drücken also auf den roten Button mit Code entschlüsseln und anzeigen. Und schon wird uns der gültige Amazon-Gutscheincode angezeigt. Jetzt kopieren wir uns den Code, damit wir diesen bei Amazon einlösen können. Haben wir den Code kopiert, drücken wir auf den grünen Button und werden direkt auf die Amazon-Website weitergeleitet. Auf der Amazon-Seite melden wir uns erst mit unserem Benutzernamen und unserem Passwort an. Sind wir also eingeloggt, drücke ich oben rechts auf meinen Namen und drücke dann ganz oben auf mein Konto. Jetzt finden wir ungefähr in der Mitte den Punkt mit Geschenkgutschein, Guthaben, Verwalten. Danach drücken wir direkt auf den ersten Punkt mit Lösen Sie einen weiteren Geschenkgutschein ein. Jetzt öffnet sich die Seite, wo wir unseren Gutscheincode eingeben können. Am Computer findet ihr das Ganze mit einem Klick oben rechts auf mein Konto, wählt dann den Punkt Geschenkgutscheine aus und drückt dann auf Geschenkgutschein einlösen. Wir fügen also den Code aus unserer Zwischenablage ein und drücken auf Ihrem Konto Gutschreiben. Und schon haben wir es geschafft. Die 15 Euro von Wunschgutschein wurden unserem Amazon-Konto gutgeschrieben. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn auch du uns mit einem Like und einem kostenlosen Abo hier auf YouTube weiterhelfen würdest.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, deine Testventure Crew.